keine Liebesheirat, sondern eine Zweckgemeinschaft, die dadurch entstanden ist, dass sich zwei nochmal zusammengerauft haben, die eigentlich ursprünglich nicht mehr miteinander wollten. Aber nach langer Lage der Dinge ist es die einzig mögliche Konstellation. Der wird es nicht gelingen, Dynamik jetzt noch zu vermitteln, aber vielleicht als Zweckgemeinschaft ganz vernünftige Politik zu machen. Zum einen ist jetzt schon mal deutlich geworden, dass der Verfassungstext nicht mehr der Realität entspricht. Es ist nicht die Bundeskanzlerin, die ihre Minister festlegt, sondern das sind längst andere geworden, nämlich die Koalitionspartner. Und die SPD hat ja lange gewartet und erst zum Schluss entschieden. Und die CSU hat auch ihre eigenen Personen aufgestellt. Für mich ist das Urteil eindeutig. Die Gewinner sind die CSU und die SPD. Die CDU musste federn lassen. Formell bedeutet das zunächst mal, dass sie als abweichende Meinung immer das erste Rederecht nach der Regierung hat. Das wird ihr eindeutig mehr Aufmerksamkeit bringen, denn natürlich stürzen sich die Medien immer auf den Ersten, der nach der Regierung spricht. Wir werden also in Zukunft erleben, dass zum Beispiel abends in der Tagesschau die AfD stärker Gewicht haben wird. Und natürlich wird sie als stärkste Oppositionskraft auch versuchen, im alltäglichen Ablauf des Deutschen Bundestages Akzente zu setzen, dadurch, dass sie in Kommissionen zu Wort kommt oder dass sie Gesetzesvorlagen einbringt. Das wird kein neuer Aufbruch sein, der mit diesem Koalitionsvertrag verbunden ist. Aber wenn man die 177 Seiten dieses Konvoluts aufmerksam liest, dann hat man schon den Eindruck, dass die richtigen Themen gesetzt wurden. Themen, die für die Bundesrepublik im Inneren, aber auch für die Außenpolitik von Bedeutung sind. Ich will mal ein paar Stichworte nennen. Das Thema Europa ist eine große Zukunftsfrage. Die Europäische Union ist in einer tiefen Krise. Alle warten darauf, vor allen Dingen auch unser französischer Partner, dass endlich eine deutsche Bundesregierung hier wieder handlungsfähig wird. Thema Digitalisierung, digitale Zukunft. Da machen sich einerseits viele Menschen Sorgen und haben Ängste und wieder andere sehen die Chancen darin. Das muss zusammengebracht werden. Und last but not least, was mir eigentlich am besten gefällt, ist diese These vom inneren Zusammenhalt. Wir haben in den letzten 2-3 Jahren erlebt, dass es sehr viele Konflikte bei uns gibt um die verschiedensten Themen, Migration beispielsweise oder auch soziale Gerechtigkeit. Wenn es dieser Regierung gelingt, dieses Thema innerer Zusammenhalt auch ernst zu machen, dann kann diese Regierung sogar auch ein Erfolg werden. Strukturell sind durchaus einige Herausforderungen zu bewältigen. Zunächst mal ist ganz nüchtern zu sehen, dass es neue Zuschnitte von einigen Ministerien gibt. Ganz konkret, wie wird dieses sogenannte Innen- und Heimatministerium von Horst Seehofer aufgestellt sein? Wo gibt es Überschneidungen? Wo nimmt der anderen vielleicht etwas weg? Da ist das letzte Wort sicher noch nicht so ganz gesprochen. Das muss sich erst einspielen. Und dann zeigt sich auch bei der personellen Besetzung, dass da einige Schwergewichte drin sind, die man schon kennt. Und wieder andere, die noch ein völlig unbeschriebenes Blatt sind. Das muss sich erst einspielen.